Nach Christian Kern kommt der Klubobmann der Freiheitlichen Partei, Heinz-Christian Strache, zu Wort. Auch er wird seinen Kandidaten für das Präsidium, Norbert Hofer, noch einmal dem Plenum vorstellen und empfehlen. Sehr geehrte Frau Präsidentin Buris, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, wir haben heute einen Festtag der Demokratie im wahrsten Sinne des Wortes, denn hier sitzen 183 neu demokratisch gewählte Abgeordnete, die heute angelobt worden sind und vor allen Dingen auch neue Fraktionen sich auch gebildet haben. Und alle diese Abgeordneten werden mit Sicherheit auch den heutigen Tag zum Anlass nehmen, gemeinsam zum Wohl unserer österreichischen Republik und unseres Heimatlandes auch mit bestem Wissen und Gewissen die Arbeit zu beginnen. Und natürlich, auch wenn in den vergangenen Jahren und im letzten Wahlkampf viel, viel Unschönes zutage getreten ist, ist es nun an der Zeit, das hinter uns zu lassen, die Ärmel aufzukrempeln und mit der Arbeit und zwar gemeinsam zu beginnen. Und da wird sicherlich auch noch der Klubobmann Kern seine jetzige und zukünftige Rolle noch finden, keine Frage. Wie unser Staatsoberhaupt, Herr Bundespräsident Alexander Van der Bellen, einmal auch richtig angemerkt hat, ich zitiere, in Gräben zuschütten und Brücken bauen, Zitat Ende. Genau das ist die Erwartungshaltung der österreichischen Bevölkerung, die wir hier auch zu leben haben, und zwar fraktionsübergreifend, bei allen inhaltlichen Unterschieden, die uns auch ausmachen. Und ganz besonders freut es mich daher natürlich auch, alle neuen Abgeordneten recht herzlich zu begrüßen. Es sind ja sehr, sehr viele junge Abgeordnete auch hier. In allen Fraktionen haben wir knapp über 20-jährige junge Abgeordnete. Und das ist auch gut, dass es einen Querschnitt aller Generationen in diesem Hohen Haus gibt. Und es freut einen natürlich, wenn man erlebt, wie viel da sich auch bewegt. Und es sind, glaube ich, über 85 neue Mandatare hier im Hohen Haus, die natürlich auch noch hier Erfahrung sammeln werden. Auch wenn die vertretenen Meinungen natürlich in vielen Bereichen auseinandergehen, ist es einfach wichtig, dass man hier im Hohen Haus bei allen harten Diskussionen, die es gibt, trotzdem diese Diskussionen gesittet und ehrlich auch führt in der notwendigen politischen Auseinandersetzung, keine Frage, aber natürlich auch das Niveau gewahrt bleibt. Um erfolgreich in die Zukunft blicken zu können, muss man aber natürlich auch die Vergangenheit kritisch betrachten und die noch vorhandene rot-schwarze Regierung hat durchaus immense Belastungen hinterlassen. Und wir haben ja auch erlebt in der vergangenen Periode, dass es einen massiven Zwist gegeben hat, auch Hader gegeben hat. Und das hat unser österreichisches Heimatland nicht wirklich weitergebracht. Und da muss man schon auch festhalten, das hat am 15. Oktober eine Absage erhalten von der österreichischen Bevölkerung. Und da ist die Erwartungshaltung jene, dass auch wirklich eine positive Veränderung und Erneuerung in einer zukünftigen Regierung stattfindet und dass man auch die höchste Arbeitslosenrate, die wir erleben mussten, auch hoffentlich überwinden wird können, im positiven Sinn Arbeitsplätze zu schaffen, die Wirtschaft anzukurbeln und auch vor allen Dingen die ausufernde Abgabenquote endlich auch in den Griff zu bekommen und in Richtung, und ich sage, wenn es nach uns geht, hoffentlich unter 40% auch treiben zu können. Und das ist genau die Verantwortung, die wir haben, das Wahlergebnis ernst zu nehmen und selbstverständlich zu respektieren. Und so gesehen möchte ich natürlich auch meinen Abgeordneten des Freiheitlichen Parlamentsclubs auch gratulieren. 51 Abgeordnete des Freiheitlichen Parlamentsclubs, die heute angelobt worden sind. Das ist eine starke Zahl an Abgeordneten, das zweitbeste historische Ergebnis für die FPÖ mit 51 Abgeordneten in der Geschichte. Und das ist natürlich auch eine große Verantwortung, die hier der Freiheitliche Parlamentsclub natürlich auch leben wird. Es wird unsere Verantwortung sein, natürlich dafür Sorge zu tragen, dass gerade wenn es um die Jugend geht, hier die richtigen Rahmenbedingungen in Zukunft mit unserer Arbeit auch sicherzustellen, dass unsere jungen Menschen eine nachhaltige Perspektive in Zukunft vorfinden, ihre Heimat nicht verlieren,
Perspektiven am Arbeitsmarkt auch vorfinden und vor allen Dingen eine Entwicklung auch sichergestellt erhalten, wo sie eine gute Ausbildung machen können, ob auf akademischem Boden oder auch im Bereich einer Lehrausbildung. Wir wollen aber auch und fordern, dass unsere Kinder natürlich in Sicherheit weiter aufwachsen können und dass eine durchaus da oder dort negative Entwicklung im Bereich der Kriminalität auch wieder eingefangen wird und dass man auch die ungezügelte Zuwanderung, die stattgefunden hat, in den Griff bekommt und gestoppt werden kann. Und natürlich stehen wir als freiheitliche Parlamentsfraktion auch zur immerwährenden Neutralität, die wir mit Leben erfüllen wollen, denn es muss auch unser Auftrag sein, zu vermitteln und Frieden zu stiften. Und an dieser Stelle möchte ich gern Friedrich Schiller zitieren: Dreifach ist der Schritt der Zeit, zögernd kommt die Zukunft hergezogen. Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen. Ewig still steht die Vergangenheit. Und dieses Zitat zeigt eigentlich, wie wenig Zeit uns tatsächlich zur Verfügung steht, denn es wurde viel Zeit verspielt in den letzten Jahren aufgrund dieser Streitigkeiten und wir haben daher hier diese knappe Zeit zu nützen, effektiv zu nützen, mit einer konsequenten Arbeit für unser Heimatland, für die Menschen im Land, mit Liebe für unser schönes Land und die Menschen in unserem Land. Und genau das ist der Auftrag, wie wir ihn verstehen. Und so wie uns die österreichische Bevölkerung ihr Vertrauen allen geschenkt hat, so wollen wir Freiheitlichen aber auch der Bevölkerung Vertrauen zurückgeben, indem wir die direkte Demokratie weiter ausbauen wollen, weil wir die feste Überzeugung haben, dass wer ehrliche Politik betreibt, auch keine Furcht vor der österreichischen Bevölkerung haben sollte. Im Gegenteil, die Einbindung der österreichischen Bevölkerung wichtig ist und auch gewünscht wird. Ich sage, unser demokratisches System ist das höchste politische Gut und wir Freiheitlichen stehen dazu und werden das auch weiterhin so leben, unserer Bevölkerung zuzuhören, aber auch alles zu versuchen, sie stärker und verbindlich mitentscheiden zu lassen. Wir 183 Abgeordnete sind eben das Ergebnis unserer Demokratie. Wir stehen hier als Volksvertreter, haben aufgrund einer demokratischen Wahl die Legitimation dafür erhalten und wir werden heute auch die drei Präsidenten wählen. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch und selbstverständlich werden wir Freiheitlichen im Sinne der Usance alle Vorschläge, die gemacht worden sind von den drei stärksten Parteien und Parlamentsklubs nicht nur respektieren, sondern wir werden auch die Kandidaten wählen. Ich möchte aber auch hier festhalten, Dank an die erste Präsidentin Doris Burris auch zum Ausdruck zu bringen, denn sie hat in den letzten Jahren ihren Vorsitz als erste Präsidentin wirklich in einer parteipolitisch unabhängigen Art und fachlich exzellent geführt und dafür gehört ihr auch Dank und Anerkennung ausgesprochen. Und ich möchte auch Gelegenheit nützen, mich beim scheidenden zweiten Nationalratspräsidenten Karl-Heinz Kopf zu bedanken, denn auch hier wurde das sehr, sehr verantwortungsbewusst gelebt und es gab in der Präsidiale immer eine sehr, sehr gute und korrekte Zusammenarbeit. Das heißt, das sind zwei Persönlichkeiten, wo auch das Parlament stolz sein kann, solche Präsidenten gehabt zu haben. Wir werden die vorgeschlagene erste Präsidentin oder die Kandidatin zur ersten Präsidentin, Frau Elisabeth Köstinger, unterstützen. Wir werden auch die vorgeschlagene zweite Präsidentin Doris Burris unterstützen. Und wir suchen alle im Haus vertretenen Abgeordneten, auch unseren Vorschlag als drittstärkste politische Kraft im Hohen Haus zu unterstützen mit unserem dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer, der sicherlich in den letzten Jahren, und er ist ja auch seit dem Jahr 2013 bereits in dieser Funktion tätig, bewiesen hat, in einer überparteilichen und unaufgeregten Art und Weise den Vorsitz geführt und gelebt zu haben. Zum Abschluss wünsche ich uns allen eine gute Zusammenarbeit und ich hoffe darauf, dass wir bei allen Unterschieden uns doch in vielen notwendigen inhaltlichen Bereichen trotzdem finden können.
glaube, das ist die Erwartungshaltung, die auch die österreichische Bevölkerung hat. Alles, alles Gute jedem einzelnen Abgeordneten. Gräben zu schütten und Brücken bauen, das soll eine der Prämissen sein des neuen Nationalrats, sagte der Clubobmann der Freiheitlichen.